Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Die Last des Kreuzes ist übermächtig. Kraftlos und von Schmerz überwältigt, stürzt Jesus zu Boden. Eine Hand hält das Kreuz, die andere stützt sich auf dem Erdboden ab. Die Finger sind gespreizt, suchen Halt. Jesus, ein Dahinkriechender. Lässt er den Kopf hängen? Sein Kreuzweg hat begonnen. Die Soldaten, noch im Hintergrund, stehen Spalier. Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache! Verstoße nicht auf ewig! Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergisst unsere Not und Bedrängnis. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt. Unser Leib klebt an der Erde. Steh auf, uns zur Hilfe, und erlöse uns um deiner Liebe willen. Erlittenes Leid und Missachtung heile nicht leicht. Krankheit und Not, existenzielle Sorgen, die Angst vor der Zukunft zwingen Menschen in die Knie, reißen sie zu Boden. Menschen kommen zu Fall, weil sie an ihrem Lebensschicksal zerbrechen. Die Corona-Pandemie hat viele vor existenzielle Sorgen gestellt. Jesus Christus, du fällst unter der Last des Kreuzes. Lass uns diejenigen aufrichten, die in ihrer Not gestürzt sind.